Will der mir gerade sagen, ich habe noch eine Wahl? Ich habe so oft die Wahrheit sprechen lassen. I'm almost there. Ich habe tatsächlich heute gelesen, das Spiel basiert auf so einem Pen and Paper. Ja. Ich habe den falschen Leuten vertraut. Here you are at last, Truth Seeker. She was waiting for you. You were waiting for me. Yes. When I finally discovered the truth, I knew you would come. All this time I was fighting it, afraid of what I might discover. But I was afraid of myself. It's coming. What did you learn? Listen to me, Edward Pierce, as I will deliver the truth. I have seen things. Strange and horrifying, but always true. Will you trust my words? Yes. Fine. One man only, prepared by the trials and revelations, holds the power to change the world. Because I saw you in the dreams I share with my God. I recognize you for what you are, a truth seeker, one of the rare humans who is able to perceive fragments of his mind. Yes, yes! I feel the truth in your words. Because it was written, or, as I like to see it, painted on the canvas of fate. Pierce, help me! Hey, come short. Du Scheiße. Ich glaube, ich habe mich gerade mit Absicht für das Bad Ending entschieden.
Gal Vatane. Alles klar. Amako Tulu erweckt. Der Fan. Fragt sie bezweifelt, das nach dem Crit. Oh, never mind. Schau jetzt mal spaßeshalber.
Ich kann mich noch anders entscheiden, vielleicht. Boah, wenn das jetzt noch geht, dann ziehe ich jetzt noch kurz die andere Entscheidung durch. Falls es jetzt noch geht. Wenn ich jetzt nur noch mal die Credits sehe, dann ist eh egal. Aber ich würde gerne das andere Ende sehen. Oh, bitte, bitte, bitte. Es geht. Alles klar. Beide enden im selben Part. Wenn es skippen geht, dann skipp ich. Skippen geht nicht. Toll, gell? Here you are. You were what? Yeah, but I... What? Look around you. Everything is must. I can't make that choice. One, because I... The truth's... I feel... Because... Pierce, help me! The stealth's not the target, Chagawa. The stealth's not the target, Chagawa. The stealth's off the target, Chagua! 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 Okay, ich habe das Gefühl, Pierce schläft jetzt für immer. Und After Credits. We doubled the dosage as you asked us to, Doctor. Good. Thank you. Alles klar, ich habe keine Ahnung, ob es wirklich so ist wie ein Pen and Paper, dass man, keine Ahnung, halt eben zwar die Geschichte durchspielt und am Ende eine große Entscheidung hat und dann zwischendurch nochmal so ein paar kleinere Entscheidungen. Keine Ahnung, ob wir irgendwen hätten retten können. Gut, Pierce hätten wir vielleicht verschonen können oder den... Nee, wir sind Pierce. Bradley hätten wir vielleicht verschonen können und sowas. Generell hätte man sich vielleicht ein bisschen anders entscheiden können, aber ob das große Auswirkungen aufs Ende hat, glaube ich jetzt nicht. Aber im Endeffekt fand ich, das war ein geiles Spiel. Ich spiele es auf jeden Fall nochmal. Irgendwann. Ohne aufzunehmen. Naja. Ah,